Aus der Geheimkammer des Doms der Zerstörung entsende ich euch einen Gruß, meine liebsten Leute. Zum nunmehr 187. Mal darf ich sagen, herzlich willkommen. Kommt doch zu mir und schaut mit dabei zu, wie es weitergeht hier in unserem wunderschönen Abenteuer bei Dragonquest-Bilder zu Hakashinshiro Karaponoshima. Wir haben einen weiteren Hohepriester ausfindig gemacht, ihn und seinen Lehrling Dorada, hier den kleinen Draki, und die wollen mit uns zur Arche reisen. Wir haben sie überzeugt, sich uns anzuschließen, aber hier in der Nähe sollten noch weitere Monster sein, die wir natürlich auch noch retten wollen. Und in diesem Sinne geht es auch weiter hier in diesem Spiel. Ich habe erst überlegt, ob ich hier wirklich noch weiter die Wände zerlege und so ein bisschen was von dem Blutgebräu hier abzapfe, um das später irgendwie fürs, guck mal hier ein Buch, fürs Bauen zu verwenden. Gucken wir, lesen wir gleich mal rein. Aber wie gesagt, es lohnt sich hier ab und zu mal den Blick auch aufzuwerfen und noch nach Geheimnissen zu suchen. Wir wollen ja auch nichts verpassen. Wie dieses Buch hier zum Beispiel. Lesen wir mal. Und hier ist ein Buch, was den Namen trägt, Aufzeichnung über das Erschaffen der Welt. Wollen wir da mal, das, guck mal, es ist, scheint ziemlich lang zu sein, wollen wir es trotzdem lesen. Ich denke mal, so eine Folge richtig langweilig mit einer Lektüre zu beginnen, ist die richtige Wahl. Und deshalb machen wir das einfach mal und lesen rein. Was steht denn da? Oh, wo bin ich hier gelandet? Schreibt jemand. Ich wurde ganz plötzlich von Monstern entführt. Und als ich erwacht war, hat sich ein Anblick vor meinen Augen ausgebreitet, den ich noch nie gesehen habe. Ich habe es verstanden, die Monster, sie sagten, dieser Ort alleine, ja, sei der versprochene Ort, der Ort, der sie bindet, ja, der Ort der Sekte sozusagen. Der Ort der Erlösung. Aber ich wusste nicht, was sie gesagt haben. Ich habe nichts davon verstanden, was sie damit meinten. Denn, wie der Name besagt, also Ort der Erlösung, das passte überhaupt gar nicht. Denn es war einfach nur eine rote Steppe. Es gab nichts. Leere, die sich vor meinem Auge ausgebreitet hat. Das sieht nicht aus wie der Ort des versprochenen Land, das gelobte Land. Keineswegs. Und irgendwie haben die Sektenmitglieder mich, ich, der ja ein Bilder bin, entführt. Und hatten vor, dass ich für sie hier ein Gebäude erstelle. Obwohl das Bilden nach ihrem Glauben verboten war, wollten sie, dass ich für sie besonders ein Gebäude der Sekte erstelle. Was sind das nur für eigenwillige Gesellen? Die schaffen sich den Glauben auch so, wie sie wollen, nicht wahr? Und so ließ ich hier eine Knospe zurück, eine Knospe des Bildens sozusagen, eine kleine Saat, um diesen Dom der Zerstörung, ja, um den zu erstellen. Den ließ ich hier und ich werde nach einer Lücke Ausschau halten, nach einer Gelegenheit und von dir fliehen. Denn es gibt noch viele Dinge, die ich erstellen muss und viele Orte, die ich besuchen muss auf dieser Welt. Denn diese Welt, in der noch nichts erschaffen wurde, ich will sie erfüllen mit der Kraft des Bildens. Das ist mein Wunsch, der seine Reise fortsetzen wird. Falls ich von hier entfliehen kann, dann will ich zu einer Insel reisen, die auch als leere Insel bezeichnet wird, wo es noch nichts gibt. Dort möchte ich ein Heiligtum erstellen. Und es im Kontrast zu diesem öden Land, zum heiligen Land dieser Welt erschaffen. Das ist mein letzter Traum. Und hier enden die Schriftzeichen. Ein heiliger Dom, ein Heiligtum auf der leeren Insel. Davon haben wir noch nicht viel gesehen. Das heißt, wir müssen also, wenn wir daheim sind, erstmal noch ausgiebig suchen. Dieses Buch nehme ich auf jeden Fall mit. Ein altes Buch. Was ich mich frage eigentlich gerade, wenn man ein Buch entfernt, kann man es wieder platzieren eigentlich? Und kann man dann auch wieder draus lesen? Nee, ich habe dann das Geschriebene, habe ich kaputt gemacht. Egal. Jedenfalls habe ich das Buch einfach mal mitgenommen, kommt in meine Bibliothek. Auch spannend, ne? Wir nehmen mal hier so ein paar Statuetten noch mit. Und vielleicht auch hiervon, ne? So, das nehmen wir mal mit hier. So ein paar Reliefs. Wer weiß, wofür wir sie brauchen können. Als Außendeko unsere Eiche vielleicht?
Aber das ist schon mal spannend, das Buch da zu finden. So. Dann wollen wir mal wieder hoch und dann gucken wir, ob wir hier die Monster noch aufgabeln können. Von denen die Rede war. Ist auch übrigens besonderes Farbglas, ne? Dann haben wir aber auch, glaube ich, schon mittlerweile relativ viel. 51, okay. Müssen wir gar nicht mehr zerstören, aber ich will trotzdem noch einmal genau gucken, ob wir nicht irgendwas verpassen hier. So, auch mal ein paar neue Teile hier einheimsen. Ich hoffe, dass wir die auch bald bauen können dann. Ich will jetzt, wie gesagt, nicht den ganzen Dumm. Oh, zerstören, da werden wir gerade reingezogen. Und nein, Metatz! Nein, geh nicht zugrunde. Mein armer kleiner Freund. Boah, ich muss echt aufpassen. Sonst gehen wir hier drauf, weil hier sind zu viele. Nee, das ist zu gefährlich. Das ist zu gefährlich, wir müssen wieder rein. Und von hier zum Gefährt. Sonst gehen wir hier echt kaputt noch. Rote Farblampen sind da drunter positioniert. Nehmen wir auch mal eine mit. Dann geht's weiter. So. Steigt mal auf. Und dort sollen wir runter. Ah! Guck mal, ein Räuber! Hey, da ist jemand! Lasst uns mal aus dem Auto aussteigen und ihn ansprechen. Halt. Hallo. Die Welt ist kurz davor, zerstört zu werden. Ah ja, wir alle werden zerstören, alles wird zerstört. Ah, du? Was streunst du denn hier so lang? Bist du etwa auch ein Gläubiger der Hagon-Sekte? Hm? Ah? Wie bitte? Was? Ah, das ist ja nicht, dann kriegen wir das hier. Du kannst mir mithelfen. Nimm mal die Dinger an dich. Jetzt haben wir hier alte Bomben. Kannst du nicht diese Bomben-Sprengkörper mal an die besagten Orte platzieren? Dann können wir nämlich alles damit zerstören. Ja, warte mal. Das haben wir noch Übung schon. Auf Okamuru, beim Minenbau, habe ich schon ganz schön viel in der Hinsicht gelernt. Und guck mal hier. Sieh dir das mal an hier. Wir knallen hier alles weg. Oh, was ist gut zerstört. Sehr gut. Jawohl. Ha? Machen wir so weiter. Zerstören wir ein paar weitere Dinge hier. Komm, wir gehen mal rein. Dieser Typ da, sagt Metatz. Ich habe irgendwie gar nicht das Gefühl, dass er ein Monster ist, das auf die Zerstörung wartet. Die Zerstörung der Welt. Aber vielleicht weiß er noch, wo andere Monster warten. Wir sollten ihm mal folgen. Machen wir aber. Erstmal sammeln wir hier noch ein bisschen von dem Sand der Zerstörung auf. So. Das ist schon mal sehr gut. Ah, da ist er. Ih, was sind denn das dafür? Zähne hier, ist ja eklig. Gittigittigitt. Boah, ha, 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 ha. So, als nächstes solltest du diesen Ort zerstören. Hey, Kurando, sieh nur. Siehst du das? Das sind große Hörner und auch Fangzähne. Die habe ich auch noch nie gesehen. Wir sollten die mitnehmen und dann auf unsere magischen Synthese-Dingens auf der Werkbank umwandeln und neue Rohstoffe daraus schaffen. Wie wär's? Denn Dinge auf hohen Orten zu zerstören ist immer noch ziemlich schwierig, nicht wahr? Deshalb nutzt mal die Bomben, die dir der Knacker da gegeben hat. Das sollte gut funktionieren. Ja. Ihr wisst ja, was das ist. Das ist ein wenig von der leeren Höhle des Zerstörergottes. Die dürft ihr nicht zerstören, dann werdet ihr bestraft. Und Metatz sagt, also gut. Ein paar von den großen Fangzähnen und hier den Beißzähnen und dem Unterkieferzähnen, davon solltest du jeweils drei mitnehmen. Also drei Stück davon. Komm, knallen wir mal weg hier. Ach, da oben meint er die, ne? Komm, wir knallen hier mal richtig mal ein paar Löcher rein. Da! Oh, verdammt!
Das hat gesessen. Aber dafür gibt's jetzt ordentlich Zeug hier. Jawohl. Super. Sehr gut, Kurando. Du hast neue Elemente von der leeren Höhle des Zerstörergottes gesammelt. Falls wir zurückkehren, können wir daraus gleich neue Rohstoffe schaffen. Für den Bau der Arche. Oha, was passiert denn jetzt? Das war eine Falle, oder? Oh nein! Das ist doch der Knacker von eben. Er ist wütend und zum bösen Monster geworden, scheinbar. Nee, er ist da vorne. Seid ihr in Ordnung? Nee, sieht nur gleich aus. Das bin ich da vorne. Lass uns das Viech mal besiegen zusammen. Ja, lacht er. Der Schatten. Erstmal kurz ein Steak. Dann haben wir ein bisschen mehr Angriffskraft. Jawohl. Ein paar aufgeladene Schläge. Und? Jawohl. Das war's mit ihm. So, der starke schwarze Schattenmonster wurde besiegt. Ich sammle noch mal ganz kurz ein paar Sachen hier ein. Die nehme ich noch mit. Haben die Bomben also dazu geführt, dass hier die Decke kollabiert und das Monster freilegt? So, komm mal her. Wuhahaha, wir haben gemeinsam das schwarze Viech erledigt, kalt gemacht. Ihr habt ziemlich was auf dem Kasten. Also, und dass ihr es gewagt habt, die leere Höhle des Zerstörergottes zu zerstören, wo ich mich ja selbst auch nicht dran getraut habe. Meine Güte, da hatte ich Angst vor, sowas kaputt zu machen. Jawohl. Also ich würde mir wünschen, dass ihr mich zu eurem Gelehrten werden darf. Ich möchte euch folgen, ja? Und gemeinsam werden wir zerstören, so viel wie es geht. Wir klären ihm aber erstmal. Wie bitte? Ihr baut eine Arche, um vor dem Tag des Endes zu entkommen? Also gut. Dann komme ich trotzdem mit zu euch. Bringt mich mit zu eurer Arche. Da hätte ich jetzt aber Befürchtung, dass ihr dann alles da zerlegt. Hey, du! Sind hier noch vielleicht andere Monster in der Nähe? Wir wollen noch viel mehr mitnehmen. Oh, ja. Ich habe das Gefühl, dass hier an zwei Orten noch weitere Monster sein könnten. Guck mal dort vielleicht. Mein Gefühl leitet mich hier raus aus der Höhle. Dann spaltet sich der Weg, ja? Guck mal auf der Karte. Ich werde auf jeden Fall mitkommen. Nehmt mich also bitte mit. Wir werden sie suchen und finden. Also gut, Kurando. Dann lass uns mal zu unserem geparkten Auto zurückkehren. Und von dort dann direkt noch ein paar Monster mitnehmen. Oder oben noch ran. Ja. Na freilich. Ich muss nämlich auch immer noch ein wenig an Nahrungsmittel denken. Deshalb raub ich hier noch ein bisschen davon. Nehmen wir alles mit. Wir können übrigens auch ein bisschen was essen noch. So, was wir nicht brauchen, kommt erstmal weg. Die Bomben lassen wir mal im Inventar und das Essen natürlich auch. Hier so. Boah, der, guck mal, der pimpt sich da aber ganz schön auf, der Typ. Oh ja, komm, kämpft. Die machen wir mal fertig. Die erledigen wir noch. Wir brauchen auch noch Erfahrungspunkte, müssen wir alles noch mitsammeln und mitnehmen. Komm her. Jawohl. Sehr cool mit einem Magier an unserer Seite. So, jetzt haftet er aber. Jetzt haftet er aber komisch hier dran. So, wir legen hier jedenfalls auch nochmal die Karte soweit frei. Deshalb fahre ich einfach mal hier nochmal lang. Hier drehen wir nochmal ein. Jawohl. Dann gucken wir mal auf die Karte. Wo war denn hier noch was? Ach, hier vorne. Hier. Ein unsterblicher Ritter.
und ein Dark Brazzers. Dark Brazzers. Das war so in die Richtung. Schauen wir mal, ob wir da wirklich fündig werden. Und wie wir da am besten jetzt hingeraten. Wahrscheinlich durch die Höhle. Wo waren die nochmal? Bin ich hier wieder... Bin ich schon zu weit? Ich baue mich gleich einfach durch die Wand. Warte, war doch hier irgendwo, ne? Hier vorne war das... Hier, ne? Warte mal, da sind wir runtergesprungen irgendwo. Da vorne war die Höhle. Wenn wir da durchkommen... Dann hier raus gehen, dann könnten wir hier erstmal dort gucken. Aber vorher heißt es erstmal noch die Kreaturen hier vernichten. Jawohl. Gemeinsam schaffen wir das ohne Probleme. Perfekt. Die machen wir alle platt. Ohne mit der Wimper zu zucken. Zerdeppern wir die. Kommt her. Jetzt aber. Wupf das Unkraut raus. Ihn hier auch noch. Wir brauchen auch langsam mal bessere Waffen. Müssen wir doch bestimmt auch noch finden. Vielleicht werden wir noch ein paar Level steigen. Wir schauen mal. Jetzt haben wir erstmal hier noch ein Monstrum. Hallo. Ich bin ein unsterblicher Ritter. Und es ist so, was uns anbelangt, auch wenn wir sterben, wir werden hier wiedergeboren. Aber bald werde ich nicht wiedergeboren. Denn die Welt ist am Ende. Was? Ihr baut eine Arche, wo wir alle rauf Unterschlupf finden können? Und du fragst mich, ob ich mitkommen mag? Kaka, was an dem zu für ein Stuss? Wir sehen uns danach, vom Kampf endlich befreit zu werden, endgültig Freiheit zu erlangen. Und auch die Zerstörung der Welt. Gerade das ist das, was wir uns so lange ersehnt haben. Unser innigster Wunsch. Was? Warum blickst du auf einmal so traurig daher? Oder bist du sauer? Was ist los? Ich erkenne dein, kann dein Gesicht nicht deuten. Also gut. Ich mache mir Gedanken, falls du es schaffst, die anderen drei Monster hier zu überzeugen, ja? Zwei davon sind an einem hohen Ort. Und ja. Wenn du es geschafft hast, drei zu überzeugen, dann komm nochmal und lass mich das wissen. Da oben, guck mal, hier sind noch welche. Sollen wir erstmal hier hochwandern? Hoppala! Da holen wir die ganzen Ritter, das ist ja... Schaffen wir das einfach so? Hoppa! Hey, was machst du da oben? Ich bin ein unsterblicher Ritter. Ja, auch wenn ich sterbe, werde ich hier wiedergeboren. Aber ich werde bald nicht mehr wiedergeboren, denn die Welt ist im Begriff zu verschwinden. Das haben wir schon gehört eben. Was? Auf deine Arche willst du mich lassen? Und der Ritter unten hat gesagt, ich soll versuchen, dich mich zu überzeugen. Eine Arche also. Ich sollte es mir vielleicht erst einmal angucken, bevor ich hier komplett zerstört werde. Ich werde dir folgen. Sehr gut. Dann komm mal mit. Ich weiß auch nicht, wie du da runterkommst, aber... Ah, scheinbar hat es funktioniert. Gottes Willen. Ein weiterer ist da unten. Sind also mehrere noch hier in der Umgebung. Von hier können wir wahrscheinlich dann irgendwie... Ah, da oben. Dann gleich unten noch den abholen. Aber erst muss man hier uns den Weg nach oben bahnen. Das entwickelt sich ja richtig so ein Jump'n'Run hier. Und hier sollten wir auf keinen Fall runterfallen. Das könnte kritisch für uns enden.
Aber wir geben unser Bestes. Na gut, komm, dann müssen wir hier mal eine Sprungkante schaffen und dann reden wir mit ihm mal. Wir sind die unsterblichen Ritter. Und auch wenn wir sterben, werden wir hier wiedergeboren. Aber bald werden wir nicht mehr wiedergeholt, denn die Welt ist dabei auseinanderzufallen. Wie bitte? Eine Arche? Und der untere Ritter hat dich gebeten, mich zu überzeugen? Uahaha. Ja, okay, okay. Ich will eh nicht, dass die Welt untergeht. Ich folge dir. Wir müssen also hinabsteigen. Aber beruhig dich ruhig. Wir sterben nicht. Und ich vor allem nicht. Wir sind unsterbliche Ritter. Oh ja. Zack. Das war ein sanfter Fall. Und noch einen brauchen wir. Der verspürt sich hier. In der Felsspalte. Aber da ist doch auch noch was, oder? Erstmal reden wir mit ihm. Wir sind die unsterblichen Ritter. Und wir werden wiedergeboren, auch wenn wir sterben. Deshalb möchte ich die anderen auch noch einmal treffen. Erzähl mal kurz, was? Du bist Kurando und Metatz. Du bist Kishim. Du lebst. Ah ja, ich hab's doch gesagt. Ich bin ein unsterblicher Ritter. Ich hätte nie gedacht, dass ich euch nochmal wieder treffen werde hier. Lasst mich bitte alles erfahren, was ihr noch erlebt habt. Ich komme mit euch. Kishim, und hier. Kishim. Lässt sich hier was finden vielleicht? Ein Geheimnis? Und das wurde mir doch, glaube ich, auch zuteil, dass man hier irgendwo noch was finden kann, oder? Ist hier vielleicht irgendwo noch ein geheimer Ort, dass wir Kishim nochmal sehen würden? Das ist doch schön. Kishim, mein Freund. Das war eigentlich nur eine brüchige Wand. Um hier eine Shortcut zu haben. Aber hier müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal gucken. Hier gibt es bestimmt noch was zu entdecken. Wow. Da ist ein Abgrund. Ich werde hier gleich genauer gucken. Ich werde nur mal vorher nochmal die Aufgabe abschließen. Hoho! Du hast also die untoten Ritter gesammelt. Aber wenn ich mir recht Gedanken mache, ist doch der Tag der Zerstörung das, wonach wir uns so lange gesehnt haben. Also egal, wie viele Kameraden du zusammensammelst, also für mich ist das... Hey, du Dreckskerl, sagt Kishim. Ein Ritter hält zu seinem Wort. Wir müssen Kurando folgen, das ist das Einzige, was wir tun sollen. Oh, was? Kishim? Mein Herr, es tut mir so leid. Ja, ich dachte nur, ich konnte dich gar nicht erst unterscheiden. Ich dachte, du wärst ein normaler Ritter. Also gut, dann Kurando. Wir folgen dir, wir steigen auf dein Auto auf und werden zusammen zur Arche reisen. Das finde ich schön. Jetzt haben wir die Skull Knights allesamt in unserem Gepäck. Kurando! Wir haben neue Monster gefunden für unsere Arche. Ah, und der Muskeltyp hat doch gesagt, er weiß noch mehr, wo noch ein Ort ist, wo noch weitere Monster sind. Wir sollten uns also der Karte entsprechend dann verhalten und dann dorthin reisen. Hier ist doch noch irgendwas. Eine Höhle. Ich denke, es lohnt sich, hier nochmal einen Blick reinzuwerfen. Denn dort ist eine Kiste verborgen. Ach, guck mal. Ein Wiederbelebungsblatt. Vom Lebensbaum. Und sonst nix, oder... Vielleicht doch noch irgendwas? Irgendwo hier versteckt? Hm. Da sehen wir das ganz gut, dass wir das noch mitgenommen haben.
Na. Alles Glubschauge. Der gute alte Kishim also. Schön, dass wir da nochmal vereint werden. Irgendwas auf der Spitze des Hügels? Womöglich? Ich glaube, ich gehe hier noch einmal ganz kurz durch. Die Freiheit nehme ich mir noch. Wirkt dieser blutige See vielleicht noch was? Roter Fels einfach nur darunter. Schauen wir einfach nochmal hier oben. Und dann geht's auch gleich zum nächsten Ort. Wer zaubert denn da? Ach, hier unten, guck mal. Oh nein! Der Hohepriester wird attackiert. Das geht ja gar nicht. Zerstört ihn. Jetzt sind wir aber wirklich auch kampfkräftig unterwegs, ne? So viele Begleiter, wie wir jetzt haben. Ich frag mich auch, wo die überhaupt noch reinpassen ins Auto. Irgendwie wird es aber schon klappen. Also gut. Jawohl, komm. Den Baum bringen wir zu Fall. Und dann stolzieren wir ganz gemütlich wieder zurück zu unserem Gefährt. Und beim nächsten Mal, upsala, werden wir uns auf die Suche nach dem nächsten Monsterpärchen oder den anderen verbleibenden Kreaturen machen. Aber scheinbar möchten die nicht von uns loslassen, die Kreaturen hier. Reicht aber. Es spawnen immer wieder neue. Sei es drum. So, liebe Leute, ich verabschiede mich mal in dieser Position hier. Mit diesem vollen Gefährt. Und ich denke, wenn wir noch mehr haben, dann wird es wirklich richtig lebhaft hier. Das war's. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dann, bleibt gesund und munter. Gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.